Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Smash Bros. Ultimate oder genau genommen testen wir heute den neuen Charakter Pyro und Mythra. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns jetzt beim Video. Jo Leute, und damit herzlich willkommen, ne? Gerade ist noch Blackscreen. So, jetzt ist er weg. Am Freitag hatte ich auf Twitch gestreamt, wie ich den neuen Charakter getestet hatte. Hatte die Geisterstaffel da auch direkt zu gemacht. Aber leider war das Video ein bisschen verbuggt, beziehungsweise war mein PC an dem Tag nicht ganz in Ordnung. Deswegen nehme ich jetzt nochmal neu für euch extra nochmal ein, zwei Runden Smash auf. Mal mit keinem Item dazu. Einmal damit ihr die neue Map sehen könnt und den neuen Charakter. Mal mit einem zufälligen und damit hier auch einen ordentlichen Kampf seht, mache ich den auf 8. Ich will jetzt mal nicht übertreiben. So, und hier ist auch Pyro und Mythra. Ihr könnt natürlich auch einmal die Farben hier einmal kurz sehen, welche es alle gibt. Damit das schon mal geklärt ist. Ich versuche natürlich auch beide Smash zu zeigen. Da stand zwar nichts bei der Modusauswahl, aber die Smash-Aufladung habe ich dabei trotzdem immer drin. Also das hier ist die neue Map. Gerade spiele ich Pyra. Das kann ich aber auch jederzeit ändern mit unten B. Also mit Special unten kann ich jederzeit zu Mythra wechseln. Und dann bin ich so gesehen in der schnellen Form. Und Pyra ist halt die starke Form. Aua. Ich habe mich schon mal besser angestellt. Aua. Das Schöne ist bei der, wenn man das Schwert so wirft, also das hier, dann kann man nicht mehr angreifen. Also gar nichts mehr. Tschüss. Also beide haben ihre Vorzüge. So, jetzt könnt ihr einen Smash sehen. Sie hat zwei verschiedene. Einmal den zu Mythra. Einmal die Lichtpfeile. Du setzt den sicher nicht ein. Wenn man es schafft, perfekt auszuweichen, dann macht man auch so eine Zeitkrümmung. Niemals. Ciao. Natürlich dürft ihr auch einmal die Spots sehen. Nope. Also... Vorzug von Mythra, schnell und der Smash ist stärker. Vorzug von Pyra, generell stärker, aber ist halt auch ein bisschen langsamer. Und sie hat eine größere Reichweite. Und außerdem ist ihr Rescue bei weitem stärker. Man kommt viel höher. Beziehungsweise, wenn man runter will, schnell wieder runter. Nein, nein, nein. Nope. Nope, ich will nicht. Okay, er kam nicht dazu, den Smash einzusetzen. Also an Geschwindigkeit fehlt es hier echt nicht. So, wartet, einmal zu Pyra wechseln. Ich will euch ja auch einmal von der den Smash zeigen.
Also der kann mehrere treffen und man muss nicht unbedingt sofort treffen. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Das Schöne ist bei Mithra, wenn man die Attacke hier auflädt, dann kann man währenddessen auch Schaden machen. Ich will einmal damit anständig treffen. Schade. Nope. Tschüss. So. Damit habe ich euch eigentlich schon alles zu dem Charakter gezeigt, ne? Also, die kam erst vor kurzem raus. Ich muss erst noch ein bisschen mit der lernen umzugehen. Viel mehr kann ich euch jetzt eigentlich nicht zu Pyre und Mifa zeigen. Ich kann jetzt hier nur nochmal ein Match machen. Aber ich wollte euch halt wirklich nur ganz kurz die zeigen. Das heutige Video ist generell sehr kurz, weil ich kaum Zeit hatte. Ich würde mich dann jetzt hier nämlich auch schon wieder verabschieden. Ich wollte nur ganz schnell wirklich den Charakter zeigen. Vielleicht mache ich auch demnächst mal hier mit Sunny online eine Runde, wo wir die neuen Charaktere mal testen. Sephiroth habe ich nämlich auch nicht auf dem Kanal gezeigt. Ich habe lang kein Smash mehr bei meinen Kanälen gemacht. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr den Dreh ja. Ein Abo da lassen, wie ich da gerade schon anzeige. Ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.